So, hallo, wir sind hier wieder zurück bei Naruto Online und wir holen uns schnell die Belohnung hier ab. Sofern das denn geht hier. Kann ich also hier nicht abholen. Ja, von dem her hatten wir letztes Mal noch diese Benachrichtigung mit dem Eintauschhandel. Beim Eintauschhandel gibt es neue Ware, komm schnell und schau nach. Okay, ja, wir laufen hier anscheinend zurück nach Konoha. Stimmt das denn? Ja, sieht aber ganz so aus. Wo ist denn hier der Eintauschhandel hier oben? Bei Ninja-Truhen kostenlos anwerben. Ja, ich laufe jetzt einfach mal manuell und schau mal, ob ich hier den Eintauschhändler so finde. Hier oben findet sich etwas Grünes, ja. Wie kommen wir dahin? Hier ist dann auch der Angelpartner, aber den brauchen wir jetzt noch nicht. Ja, ich denke, dass es hier weitergeht eigentlich. Also diese Karte kenne ich hier noch nicht. Wir befinden uns aber hier im Konoha-Wald und ich habe auch hier eine Benachrichtigung. Büro des Hokage, lieber Spieler, deine Anstrengungen für die Gilde werden nicht umsonst sein. Gildenaufträge wird es im Zuge der neuesten Version des Spiels zwar nicht mehr geben, doch du und deine Gildenfreunde könnt auch schon auf kommende Aktualisierungen freuen, bei der Funktionen eingeführt werden, um eure Aktivität zu belohnen. Ja, dann holen wir uns das doch ab hier. Und ja. Laufen hier weiter nach Konoha. Ja, wo sie jetzt dieser Austauschhändler befindet, weiß ich nicht, hätte ich lieber laufen lassen sollen. Hier haben wir wieder eine große Katze. Ja, wofür die gut sind, weiß ich immer noch nicht. Aber Tauschhandel, könnte das der Typ hier sein? Mein Bruder ist für Logistik zuständig, ich für Vertrieb. Lass mich mal deine Waren sehen. So, wir. Was? Tauschhandel ist momentan nicht verfügbar. Kein aktiver Tauschhändler ist momentan verfügbar. Okay. Okay, also funktioniert im Moment nicht. Zeitlich begrenzter Hit. Es gibt im Moment neue Aktionen. Ja, die gibt es hier, glaube ich, immer. Ten-Ten bringt mir Geschenke. Nein, ich will hier nicht herausgefordert werden im Moment. Genau, und hier lädt es wieder. Ja, geht hier anscheinend gerade nicht. Ja, ich lasse das jetzt hier einfach Glücksspiel. Sagt mir nicht so zu. Nein, ich will immer noch nicht. Tut mir leid. Bin ich nervig. Von dem her gehe ich jetzt hier einfach mal schnell in die Arena.
Und du erlehe mich hier und nicht mit dir, Naruto, tut mir leid. Ja, ich bin ja hier Ninja-Schüler. Bevor du das erste Mal die Stufe des Eremiten der Sechs Pfade erreichst, wird deine Arena-Stufe zwar nicht zurückgesetzt. Du bekommst jedoch nur die Basisbelohnung für die Periode. Diese wurde bereits an dich gesendet. Pain, Shikushodo-Fragment und Kakashi, großes Enthauptungs-Messer-Fragment. Alles klar, okay. Ja, wir nehmen hier natürlich Naruto mit. Wir nehmen hier noch Shino. Und natürlich Sakura mit. Meine Talente kann ich mir noch ansehen. Die lasse ich jetzt aber erstmal so. Ja, suchen wir jetzt mal schnell einen Trainingskampf aus. Ja, hier wird jetzt ein Gegner für mich gesucht. Ich hoffe, dass wir ziemlich schnell jetzt mal einen finden für den Trainingskampf. Offensichtlich haben wir hier jemanden gefunden. Dauert aber hier anscheinend, bis es hier lädt. Oder der Trainingskampf hat begonnen, ja. Ich habe hier aber auch nicht viele Sounds, ehrlich gesagt. Ja, genau. Sakura wird hier kontrolliert. Also die kann hier gar nichts machen im Moment. Ja, ich heile hier schnell und ja, jetzt werden hier im Prinzip alle kontrolliert. ここだ。黄金城。どうやかのつ。影分身の術。ここだ。いつやばくなるよ。暗うがい。まだだ。なめるね。表連。なめるね。黙れ。黄金城。 Ja, Naruto ist raus. Okay, alles klar. Ja, ich kann dir nur noch mal kurz heilen. ただ。ビシャンハイ。なめるね。表レンゲ。へえ。あ、ちくしょ。ドトン。召喚剣の術。場所を制。どういうかの術。 Ja, jetzt ist hier noch Shino unterwegs, also es geht hier ordentlich ab. Ja, ziemlich harter Trainingskampf. Ich weiß nicht, ob ich dann auch mit
auf meiner Stufe quasi hier so unterwegs sind. Ich probiere es jetzt einfach mal und dann sehen wir mal, wie der Kampf für uns so ausgeht oder ob wir einfach nur in der Story weiter spielen müssen. Wenn sich hier jemand findet. Ja, sollte sich hier jemand finden, werde ich natürlich das zeigen. Ansonsten, wenn sich hier über längere Zeit jemand findet, dann schneide ich das einfach. Aber wir haben hier anscheinend jemanden gefunden. Ja, jetzt sehen wir mal, wie es ausgeht. やめませんの術。はっ。行け。もう大丈夫ね。オカさん。黙れ。カトン。合流家の術。ああ。これでよし。クートン。螺旋手裏剣。 ロセンガン。カトン、合流家の術。いや、ここだ。もう大丈夫ね。術の名はキリン。先方、ロセンガン。と、まだ。行け。オカショ。 Ja, also mir geht's hier ordentlich an den Kragen. Wie man sieht, der Gegner hat hier ziemlich hochlevelige Charaktere, bei denen ich noch ziemlich weit davon entfernt bin. Vielleicht sollte man sich einfach mit dem Level nicht in eine Arena stellen. Matada! もう大丈夫ね。オーカショ。クートン、螺旋手裏剣。ロセンガン。カトン、合流家の術。よ。 Ja, also das war mein erster Arena-Kampf. Wie man sehen kann, eine Niederlage, aber mal ganz gut um die, ja, meine Arena-Stufe ist gefallen, ich bin jetzt immer noch Ninja-Schüler und Stufenpunkte sind bei mir minus 1, also mit dem Arena-Kampf werde ich definitiv noch, warten und, ja, wir... gar nicht denn mehr Ninjas anwerben. Ich kann doch nicht mehr anwerben. Ja, sehe ich mir hier mal kurz an, aber ansonsten geht es eigentlich gleich weiter mit der Haupthandlung.
Ja, ich habe hier ja genau so Suche und dann gehen hier aber schon anscheinend die zwei Sterne-Charaktere los. Aber auch hier gibt es noch einen Sterne-Charaktere. Diese Funktion ist ab Wochentraining. Ja, okay. Hier sieht man ja die vorhandenen Ninjas. Ah, okay. Jetzt kann ich anscheinend wieder hier nämlich Ino und Shui anwerben. Wir werben hier jetzt einfach mal Ino an. Willst du Ino mit Hilfe von Imitation als deinen Kameraden anwerben? Hierbei werden 5 Fragmente verbraucht. Ja, verbrauchen wir die jetzt mal. Damit haben wir jetzt hier Ino angeworben. Ich hoffe, das verschwindet hier nicht, sondern bleibt hier so. Sieht aber so aus. Und wir haben hier Shui. Wir haben jetzt einfach mal auch mit Hilfe von Fragmenten an hier. Okay. Ja, damit haben wir hier 9 Ninjas angeworben und haben hier diese 6 Ninjas angeworben. Genau, so, wir werden hier wieder auf die Arena verwiesen, aber die ist uns noch zu hoch. Ja, und jetzt können wir wieder auf den Eintauschhandel drücken und schauen wir mal, ob wir hier wieder was zum... ob es hier einen Tauschhändler jetzt gibt, ob wir da richtig waren. Ja, sieht aber ganz so aus, als wären wir hier richtig gewesen. Ja, lass mich mal deine Waren sehen. Genau, im Moment ist hier nichts verfügbar und von dem her... ...hüpfen wir jetzt mal wieder in die Haupthandlung. Und ja, nehmen die nächste Quest von Kakashi Hatake an. Schau nur kurz, ob ich hier meinen Sinew... Okay, das war der falsche Button. Ich brauche hier immer noch die Figur. Ja, genau, wenn das hier fertig geladen ist, dann... Okay, häufig verwendet. Ja, sieht jetzt hier ein bisschen anders aus. Werkzeug. Okay, Werkzeugsystem kann ich noch nicht, aber ich brauche ja auch erhöhen hier. Damit die Ausrüstung. Da wollte ich eigentlich hin. Wurde anscheinend auch überarbeitet. Sah beim letzten Mal nämlich noch anders aus. Genau, so wir kennen können auch hier unseren Genen-Kupferring hochstufen, ja. Denn wir haben hier genug Rohstoffe. Und damit haben wir einen Shunin-Ring. Ja, und damit geht's auch mit Kakashi hier los. Schließe mal dieses Fenster. Unser Kampf erhöht sich und ja, Kakashi, hier, Naruto ist sehr müde und schläft noch. Wir gehen erst einmal die Lage auf der Brücke prüfen. Auftrag annehmen. Ja, gut, genau, am nächsten Morgen. Ist Naruto immer noch nicht aufgestanden?
Er ist gestern Abend wieder allein trainieren gegangen und hat sich erschöpft. Ich befürchte, dass er noch lange schlafen muss. Lass ihn nur. Gehen wir auf die Brücke. Ja, vielleicht, ist das Duell auf der Brücke ja schon der Kampf mit Zabuza. Bin ich mir hier eigentlich ziemlich sicher. Aber das sehen wir hier. Noch kommt auf hier. So. Ja, hier steht auch schon Zabuza. Lang nicht mehr gesehen, Kakashi. Du bist immer noch wie früher und hast einige nutzlose Kinder dabei. Sieh ihn dir doch an, er zittert ja schon. Wie bemitleidenswert. Ich zittere vor Freude. Wie es aussieht, habe ich recht behalten. Dieser Junge mit der Maske ist wirklich Zabuzas Partner. Um ihn kümmere ich mich. Treibt ein solches Spiel mit mir. Ich kann es nicht leiden, wenn jemand so tut, als wäre er ein guter Mensch und dabei alles andere als gut ist. Kakashi, dein Gegner bin ich. Haku, greif an. Okay. So, wir stürzen uns hier gegen Haku. Und ich halte die Klappe, sonst ist es ja zu laut. Genau. So. Kagemenshin no Jutsu! Top! いけ。行きます。行きます。これでよし。ホット。ここだ。行きます。 高級の術。行きます。影分身の術。食らうがいい。変。やん。気合入り。行け。や。行きます。 Haku, ich habe nicht erwartet, dass du meinen schnellen Bewegungen folgen kannst. Könntest. Ach, Haku, verstehst du es immer noch nicht? Wenn du so weitermachst, wirst du es sein, der stirbt. Entschuldigung. Wirklich? Na, das wollen wir doch nicht hoffen. Versuche, was ist hier los? Es ist zu kalt. Geheimes Eisversteck hierzu. Kristall-Eisspiegel-Dämon. Naruto, warum? Versuche, woher sollte ich wissen, dass du einfach so hierher kommst, Idiot? Du wagst es, Sasuke zu. Das wirst du bereuen. Das ist dein Ende. Uah! Anscheinend liegt Haku schon im Sterben. Ich besitze doch viel bessere Objekte, ganz anders als der Trödel bei dir. Sei doch nicht so angeberisch. Wieder dein Sharingan. Kannst du keine anderen Techniken? Rede nicht zu viel. Lass uns sofort beginnen. Ja, wieder ein Kampf. Kagemenshin no Jutsu! Sora! は、やぎり。虫玉。水遁、水流弾の術。
これでよし。クラウガイ。ヘン。はっ。忍法、霧隠れの術。水遁水流弾の術。ここだ。水遁水流弾の術。クラウガイ。水流弾の術。Ja, ich bin hier aus dem... Ich musste mich hier zurückziehen, denn meine Charaktere sind hier definitiv nicht stark genug. Ich habe hier Shinjo, Sakura und Naruto verloren. Und ja, das kann man hier für den Erfolg der Mission nicht verkraften. Von dem her müssen wir hier wieder... an der Ausrüstung hier arbeiten. Ich verstärke hier meinen Shinjo, soweit es hier geht. Denn das lässt sich ja alles, wie gesagt, mitnehmen, wenn man hier die Ausrüstung verbessert. Damit sollte das auch hier kein Problem sein. Ja, Naruto ist hier schon ziemlich stark. Was aber Sakura und so, also was hier Sakura und Shino angeht, die können hier definitiv noch eine Verbesserung gebrauchen. Ja, ansonsten ja, was hier, ich kann hier nur ja noch Magatamas einsetzen. Ich habe Widerstandsmagatama, Verteidigungsmagatama, Ninjutsu Magatama und ja, sehen wir mal noch so zu. Sehen wir mal. Ja, okay, ich habe hier meine Ausrüstung verstärkt, bekomme hier wieder ordentlich Münzen und wir sehen uns aber hier noch an, was wir noch tun können, um gewissermaßen hier unsere Charaktere noch weit zu verstärken. Ja, Sakura, Shinjo und Naruto sind gewissermaßen schon ziemlich verstärkt hier. Wir verstärken hier aber noch Shino bis zum Optimum. So, ja,
das dauert immer ein bisschen. Ich drücke kurz, ja, automatisch verstärken. Aber genau, so, wir bekommen hier nochmal eine ordentliche Anzahl an Münzen. Ninja-Hochstufung. Ja, wo kann ich die denn... Wo kann ich denn die Ninjas hier jetzt füttern? So, ich klicke hier auf die Figur und... War das denn hier? Bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Ninja oder hier erhöhen. Nein, hier war es nicht. Ausrüstung. Das war doch hier irgendwo. Wo ich den Ninjas hier... War das hier? Nein. Hier kommen wir ja zur Kombo-Möglichkeiten. Ja, Naruto kann hier eine Kombo mit Sakura oder mit Senju eingehen. Ja, aber hier kann ich sie definitiv nicht füttern, meine Kleinen. Ja, wo geht denn das? Mal sehen, ob wir hier bei Anwerben wieder was abholen können. Ja, ich kann hier wieder einmal die Siegeltruhe ziehen. Und ich bekomme 3 Trainingspuppen. Beinhaltet Material zum Erwecken von Ninjas. Das werden wir noch sehen. Zwar nicht heute, aber... Ja, was ist hier stärker? Genau, stärker und... Ja, wir gehen hier, genau, Ninja-Hochstufung. Da sehen wir mal... Was hier denn noch so drin ist. Genau, wir können die ja hier füttern, wie gesagt, und dann erreichen höhere Stufen. Ja, hier knapp Stufe 22. Was machen wir jetzt noch mit Shino? Wakanda. Und mit Naruto selbst. Ich bin mir nicht sicher. Ich frage mich nämlich, ob ich jetzt Sasuke in meine Ausstellung packe. Ich denke, aber ich werde Sasuke wieder jetzt schnell hochleveln. Und in meine Ausstellung packen gewissermaßen, denn Shino scheint da definitiv am Platz zu sein. Genau, und ja, dann ändern wir mal kurz die Ausstellung. Genau, Shino nehmen wir hier raus. Und ja, Sasuke kommt hier wieder ins Feld. Und damit ja, müssen wir jetzt auch schnell hier ihn quasi überall automatisch verstärken. Und dann probieren wir den Kampf hier einfach nochmal. Ja, aber Sasuke ist hier schon automatisch verstärkt. Was natürlich nicht schlecht ist hier. Ja, dementsprechend... nehmen wir uns einfach jetzt wieder des Duelles an.
und sehen mal, was sich denn so ergibt hier. Ja, wir kennen hier schon den Dialog und stürzen uns in den Kampf mit Haku.行きます。行きます。行きます。 Ja, das war dann an dieser Stelle hier der Kampf wieder mit Haku. So, ja, Haku ist besiegt und jetzt geht es wieder in den wichtigen Kampf gegen Zabuza und seine Wasserdoppelgänger. Und hier sehen wir, ob wir eine Chance haben. かげ分身の術。やあ、やいり。と。やあ。スイートフェリオダンの術。 カトン豪華球の術。忍法霧隠れの術。これでよし。 Hör doch auf damit. Du kannst in deiner jetzigen Verfassung doch nichts ausrichten. Du bist so gut wie tot. So gut wie tot. Hahaha. Kakashi, da hast du die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Zabuza. Geichi! Nachdem Haku den tödlichen Schlag Kakashis abgewehrt hatte, sank er blutend zu Boden. Zu dieser Zeit bringt Gatoum Mengen an Untergebenen mit auf die Brücke. Zabuza, du wurdest so zugerichtet. Ich bin wirklich enttäuscht von dir. Du bist für mich nicht mehr zu gebrauchen. Wenn du hier stirbst, muss ich dir auch kein Geld mehr geben. Ha, ha, ha. Und dann auch noch dieser nutzlose Bengel. Für nichts zu gebrauchen. Er wird so behandelt. Willst du nichts unternehmen? Macht dir das nichts aus? Wirklich nichts aus? Er ist die ganze Zeit an deiner Seite gewesen. Sei still, du Zwerg. Haku ist tot. Genauso wie Gatoum mich benutzt hat, benutze ich Haku. Ich hatte es doch schon einmal gesagt, in der Welt der Ninjas gibt es nur benutzen und benutzt werden. Die Ninjas sind nur Werkzeuge. Was ich von ihm will, ist nur seine Kraft. Was ihn selbst anbelangt, interessiert er mich überhaupt nicht. Meinst du das ernst? Wenn man so stark ist wie du, muss man dann auch so kalt und gefühllos sein wie du? Er hat sein Leben für dich geopfert.
Hör auf damit. Haku hat das nicht nur meinetwegen getan, sondern auch, um gegen euch zu kämpfen. Das ist seine Art. Vor meinem Tod noch mit euch zu kämpfen zu können, ist wirklich wundervoll. Ich habe verloren. Kleiner, leih mir mal dein Kunai. Was ist passiert? Macht diesen Typen fertig. Ja, hier sieht man noch die tragischen Szenen aus der Serie. Sabusa kämpft hier gegen diese Meute und sie schlagen natürlich rücksichtslos auf ihn ein. Ja, hier trifft Sabusa zum Schluss hier Gato. Ja, und alle flüchten hier vor dem Dämon. Das kann ich auch nicht schaffen. Ja, Kakashi stützt hier Sabusa. Tut mir leid, Kakashi. Haku, weißt du? Ich bin immer bei dir. Bis ans Ende werde ich dich begleiten. Wenn es möglich ist, würde ich so gern mit dir gemeinsam gehen. Keine Sorge, Sabusa, ihr werdet immer zusammen sein. So, damit haben wir bestanden, auch wenn der Kampf hier ziemlich knapp ausgegangen ist. Wir bekommen hier aber Silber. Damit erreicht hier Sasuke Stufe 21. Und ja, Nebenhandlung. Bestehe das zweite Kapitel der Handlungsmissionen. Bestehe die Missionen des zweiten Kapitels 1.1. Und wir bekommen hier Haku-Fragmente. 30 Haku-Fragmente und hier 30 Coupons. Ja, und haben hier damit den Auftrag abgeschlossen. Wir können jetzt hier noch die Ausrüstung hochstufen. Und zwar hier die Genen. Genau, die Genenschutzbrille, die stufen wir hier bei Naruto hoch. Genau. So. Ja, das Let's Play ist jetzt auch hier schon ziemlich lang, deswegen werde ich es auch an dieser Stelle beenden und. Ja, wie gesagt, heute die Arena und hier weiter mit dem Kampf auf der Brücke gegen Sabusa. Wie es dann beim nächsten Mal weitergeht, das seht ihr im nächsten Let's Play bei mir, Hubanks. Bis dahin.